Ich freue mich ganz persönlich, dass wir hier in Neusel am See in dieser wunderbaren Sporthalle die österreichischen Meisterschaften austragen dürfen. Was heißt eigentlich Jiu-Jitsu? Jiu-Jitsu heißt waffenlose Selbstverteidigung oder sanfte Kunst. Und vor 35 Jahren bin ich über das Judo dann später zum Jiu-Jitsu-Sport gekommen. Und 1973 war schon der erste Verein Oshiro Goals im Burgenland gegründet worden. Und unsere Sportler haben eben begonnen, sich zu verteidigen, zu wehren, zu schützen. Wir sind dann zu Meisterschaften gegangen und wir haben unzählige Landes- und Staatsmeisterschaften. Wir haben dann auch international teilgenommen und haben dann im Tour- und im Fighting-Bewerb bei den Meisterschaften mitgemacht, waren dann bei Europameisterschaften erste, zweite und eben im Fighting-System haben wir auch erste und zweite Plätze erreicht. Super. Und aus diesen Sportlern, die sehr intensiv in diesem Leistungszentrum trainieren, haben wir dann die Besten rausgenommen und es sind von den 700 Sportlern, die in den jeweiligen Vereinen trainieren, jetzt um die 60 Sportler im Judo-Leistungszentrum Seewinkel, die eben betreut und dementsprechend intensiv trainiert werden. Jiu-Jitsu kann man eigentlich, wie wir schon gesagt haben, in jedem Alter machen und darum sind wir eine große Familie, weil es trainieren nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern der Kinder. Und wir können sagen, wir machen schon seit langem Mutter-Kind-Training in der Sparte Jiu-Jitsu, dass sich eben unsere Eltern, die nicht aktiv kämpfen, wenn sie bedroht werden, sich verteidigen können. Und wir haben auch Selbstverteidigungskurse, die sehr gut angenommen werden. Und ich glaube, jeder, der bei uns diese Sportart betreibt, fühlt sich wohl. Also dieser Jiu-Jitsu ist ein Sport für junge und ältere Personen. Es gibt auch Selbstverteidigung, die Kinder lernen sich verteidigen, Angriff und Verteidigung. Und das ist wunderbar für die gesamte Muskulatur. Die Bewegung, sie strecken sich, sie dehnen sich, was in der heutigen Zeit sehr wichtig ist, dass sie sehr wenig Bewegung machen im schulischen Bereich und auch im anderen Bereich. Wenn man vereinsintern was macht, ist immer besser, es wird kontrolliert bei den Kämpfen. Du musst sie lockern, die Muskulatur lockern. Und es ist nicht nur für den Körper, sondern auch Jiu-Jitsu ist auch ein Kampfsport. Auch, man muss auch mitdenken. Es ist auch Körper und Geist sehr verbunden. Und wir machen viel Jugendarbeit und auch den Großen macht es auch sehr viel. Der österreichische Jiu-Jitsu-Bund hat den burgenländischen Landesverband ersucht, ob es möglich wäre, im Burgenland die österreichischen Meisterschaften auszutragen. Die Frage stellte sich natürlich für uns von Haus aus, wie viele Kämpfer werden überhaupt erscheinen? Da ja die Veranstaltung auch ganzen Tag geplant war und eine österreichische Meisterschaft war, wie viele Eltern werden mitkommen? Es muss ja aufgrund der Dauer dieser Veranstaltung auch für das leibliche Wohl gesorgt werden. Ne? Es war natürlich auch ein großes Problem, die Pokale zu besorgen. Und zwar, die Kinder haben bis jetzt immer bei Meisterschaften Medaillen bekommen, die ersten drei Plätze. Ne? Aufgrund unserer Erfahrung hat sich aber gezeigt, dass die Kinder lieber Pokale hätten. Ne? Ja, jetzt war die Frage, wie viele Gewichtsklassen werden wir haben, wenn wir den ersten drei einen Pokal spenden, also die ersten drei einen Pokal bekommen. Und die Kinder haben ja doch mit den Pokalen mehr Freude als mit einer Medaille. Die Medaille haben schon ein Maß zu Hause, nein? Müller B. Hendrik, leicht bis 33 Kilogramm, dritter Platz.